Hier ist Eugene von Supportnet und heute zeige ich euch einfach mal die neue SSD von Intel, die Intel Solid State Drive der 520er Serie mit insgesamt 240 GB, die in unserem Test einen intensiven Testlauf durchgelaufen ist und gar nicht so schlecht abgeschlossen hat. Könnt ihr mal reinlesen. Wir machen die einfach mal auf, also schauen wir uns mal die Verpackung an. Insgesamt eine normale Intel Verpackung. Also eine Retail-Verpackung. Einfach mal kurz reinschauen. Was haben wir denn da? Eine Standardbox. Also hier haben wir erstmal die immer kleiner werdenden Beschreibungsanleitungen. Weil wahrscheinlich nicht mehr jeder die durchliest, werden die immer kleiner. Weiter geht's mit einem Installationsguide. Wo auch noch ein bisschen, wahrscheinlich irgendwas über die Garantie drin steht. Und wer es nötig hat oder wer es gerne hat, sagen wir mal so, ein Aufkleber für den Rechner oder fürs Notebook. Wenn wir weitergehen, kommen wir schon gleich zum Prunkstück dieser Verpackung oder um was es hier eigentlich geht, um die SSD mit den riesigen 240 GB. Nicht schlecht. Sehr kompakt. So perfekt für ein Notebook sofort. Also man kann es sofort einbauen. Hier sind die Schraubenlöcher dafür. Und die Anschlüsse. Ganz klar, Serata-Anschlüsse. Schauen wir mal weiter in die Box, was sie uns noch so bringt. Da haben wir, was nicht selbstverständlich ist, beides. Wir haben einmal den Serata-Anschluss, ein Serata-Anschlusskabel und noch den Serata-Stromkabel für ganz normale Rechner, also wenn man ihn in seinen Desktop-Rechner einbaut. Dafür haben wir diese Kabel gleich dabei. Im Notebook braucht man diese Kabel ja selbstverständlich nicht, weil man die ja direkt in das Notebook einbaut, die Festplatte. Wenn wir noch weitergehen, dann sehen wir die Schrauben. Die gehören ja dazu. Einbauschrauben für die Festplatte in einem normalen Desktop-Rechner und Einbauschrauben für die Festplatte entweder in den gleichkommenden Einbaurahmen, der hier unten versteckt ist. Mal raus. Der steckt ein bisschen fest drin. Ja, will er ruhig. Der Einbaurahmen, auch sehr solide, verarbeitet und ja, der ist natürlich wie gesagt nur für Desktop-PCs, wenn man die kleine Festplatte in einen Desktop-PC einbauen möchte, da die ja, wie man sieht, super klein ist. Ja, das war erstmal das Unboxing zu der Festplatte. Wenn ihr wollt, schaut euch einfach mal noch den Test an, den wir gemacht haben und unser Fazit, der in dem Test auch erwähnt wurde.